Wir hören Karin Mark aus der Unionsfraktion, pardon, gesundheitspolitische Sprecherin, und sie plädiert für die Zustimmungslösung. Bewusste und freiwillige Entscheidung bleibt, die weder vom Staat erzwungen noch von der Gesellschaft erwartet werden kann, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass das Selbstbestimmungsrecht des Menschen auf ein nachträgliches Veto reduziert wird, so wie es eben derzeit die Widerspruchslösung vorsieht. Eine solche Regelung, die davon ausgeht, dass einem Menschen Organe entnommen werden dürfen, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht, hat für uns weder etwas mit dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen zu tun, es ist eben nicht mit diesem Selbstbestimmungsrecht vereinbar, noch eben auch mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da geht es auch nicht um die Umsetzung, Herr Lauterbach, des Selbstbestimmungsrechts, sondern da zitiere ich den Vorsitzenden des Ethikrats, Professor Dabrock, der von einem groben Bruch unserer Rechtskultur spricht. Es würde eine Organabgabepflicht mit Widerspruchsvorbehalt geschaffen, so der Ethikratvorsitzende, und das will ich sicher nicht. Wir meinen, dass der freiheitliche Staat auch keine Entscheidungspflichten schaffen darf. Und das gilt insbesondere bei einem so hochsensiblen Thema wie der Organspende. Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und diese Widerspruchsregelung würde doch genau diese Entscheidungspflicht nach sich ziehen. Schlimmer noch, die Widerspruchslösung könnte aus unserer Sicht das Vertrauen der Menschen in die Organspende beschädigen, das wir ja erst langsam wieder nach vielen Unregelmäßigkeiten in der Vergangenheit entwickeln müssen, das sich gerade langsam wieder entwickelt. Diese Widerspruchslösung weckt vor allem Ängste. Etwa wird man mir im Krankenhaus auch jedwede Behandlung weiterhin zugestehen? Entsprechende Schreiben haben wir alle erhalten. Wir alle sind in unseren Veranstaltungen mit solchen Sorgen konfrontiert worden. Natürlich ist es nicht so. Natürlich wird jeder weiterhin die bestmögliche Behandlung im Krankenhaus erhalten. Aber das A und O im Transplantationswesen ist, dass die Menschen Vertrauen in dieses Transplantationswesen haben. Erst mit diesem Vertrauen kommt doch die Bereitschaft, sich mit dem Thema Organspende auch zu befassen. Ein besorgter Mensch lässt sich sicher nicht davon überzeugen, dass er zur Organspende, dass er Organspender wird. Und ich meine auch, der Staat muss Leben schützen. Ich meine, in einem vertrauensvollen Klima kann eine Entscheidung reifen über den Tod hinaus, die dann auch den Dritten, den Betroffenen, denjenigen, die fürchterlich lange derzeit auf den Wartelisten sich tummeln müssen, die denen eine Perspektive gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde konfrontiert bei mir in der Fraktion, auf Veranstaltungen mit dem Thema, jetzt muss doch endlich was passieren. Es sei in der Vergangenheit viel zu wenig getan werden. Es sei nichts geschehen. Das ist falsch. Wir haben endlich getan, was uns viele Sachverständige empfohlen haben, was wir aus dem Ausland gelernt haben. Wir haben vor allem in einem ersten Schritt die Strukturen im Krankenhaus verbessert, in den Entnahmekliniken verbessert. Wir erkennen jetzt, oder Spender, potenzielle Spender können in diesen Entnahmekliniken jetzt erkannt werden. Die werden jetzt gemeldet. Das Gesetz ist seit April in Kraft. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die positive Wirkung, die dieses Gesetz entfalten wird, auch abwarten und nicht sofort die Menschen in neue Verunsicherung stürzen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, mit diesen neuen Strukturen werden wir Gutes tun. Und wenn wir nicht in der Vergangenheit, kurz nach der Entscheidung in 2011, da haben wir uns schon mal mit dem Thema Organspende beschäftigt, wenn da nicht diese Unregelmäßigkeiten in vielen Krankenhäusern entstanden wären, wenn die Krankenkassen daraufhin nicht darauf verzichtet hätten, Infomaterial zur Verfügung zu stellen, dann müssten wir jetzt nicht erst wieder Prozesse in Gang bringen. Wir müssen, und das ist die oberste Pflicht, Vertrauen schaffen. Wir müssen die Menschen an die Organspende heranführen. Die Widerspruchslösung dazu ist
sicher kontraproduktiv. Und deswegen würde ich mich über die Unterstützung unseres Antrags herzlich freuen. Dankeschön.